Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Letztes Mal habe ich mich grandios verfahren. Wir sind nämlich zum Travia Garden gefahren, obwohl wir eigentlich gar nicht her wollten. Dieses Mal weiß ich es hoffentlich besser. Und zwar, wie ich fälschlicherweise... Hier gibt es übrigens auch einen Chocobo Forest. Den machen wir nächstes Mal. Oder auch noch heute, aber erst später. Wie ich fälschlicherweise letztes Mal bemerkt habe, wollen wir nicht auf den Hauptkontinent von Travia, sondern auf die kleine nördliche Insel, die man hier gleich in der Ferne aufpoppen sieht. Ja, hier. Hier gibt es auch einen kleinen Strand, wo man landen kann. Und da gibt es den Chocobo Forest, wo ich eigentlich hin will. Ah ja, hier gibt es noch ein komisches, spinnenartiges Haus. Und es ist alles sehr hell. Warum kann ich nicht aussteigen? Ich will ja aussteigen, verdammt. Ja, die Fläche ist wohl zu klein zum Landen. Okay, ab in den Chocobo Forest. So, okay. Der dürfte eigentlich etwas einfacher sein. Die zwei Chocobo Forests auf Travia sind nämlich die, die man als erster machen sollte. Also, zuerst wieder mal Sonar ausrüsten. Und dann schauen wir, wo der erste Spot ist. Moment, der ist irgendwo weiter oben hier. Nein. Hier vielleicht? Ich hoffe, das ist der richtige. So, dann da. Oh, es gibt nur einen hier. Cool. Gleich auf Anhieb gefunden. Ja. Wie gesagt, das ist einer der einfacheren. Die Fläche, die funktioniert um den. Moment, ich muss kurz noch aufs. Oh verdammt, das wollte ich eigentlich nicht. Wieder auf Sonar wechseln. Die Fläche, wo man den Chocobo hier runterholen kann, ist ziemlich groß. So, der Schatz ist wieder hier irgendwo. Und genau. Ja, das ist ein Anfänger-Chocobo-Wald. Nicht der erste Anfänger, aber der zweite Anfänger-Chocobo-Wald. Aber es macht nichts. Jawohl, wir bekommen einen Aura-Stein. Und mehr auch schon gar nicht. Gut, das war's mal. Okay. Und jetzt gehen wir dorthin in das komische Spinnengebäude. Viele von euch werden wahrscheinlich wissen, um was es sich dabei handelt. Den Garten lassen wir mal stehen, den brauchen wir später noch. Oh, jetzt kommt eine lange, lange, lange Story-Sequenz. Lang deswegen, zwei Folgen lang oder so sogar. Ungefähr so. Das ist nämlich ein kleines Dorf und da gibt es viel zu entdecken, vor allem viel auch über die Vergangenheit zu entdecken. Und hier gibt es als erstes mal komische... Oh, ja, das ist das Dorf des Shumi-Stamms. Ja, da vorne gibt es einen Aufzug, aber ich will eigentlich zu dem Drawpunkt. Ja, wir haben genug Geld, also die 5000 nehmen wir uns doch. Squall sieht wieder, das ist nämlich ein Ultima-Drawpunkt. Oh, 14 Mal Ultima, cool, das haben wir schon 24 Ultima. Gar nicht schlecht für den Anfang. Der füllt sich auch deutlich schneller auf als die anderen Ultima-Drawpoints, soweit ich weiß. Das heißt, wir werden ihn, bevor wir mit dem Dorf fertig sind, glaube ich, noch einmal drawn. Also benutzen. Und wie gesagt, die 5000, das ist sehr leistbar, sagen wir so. Gut. Okay, dann gehen wir mal runter. Und sehen die Typen nicht irgendwie so aus wie der Norg-Typ im Gartenkeller? Na, wie auch immer. Ah, wir sind angekommen. Wo sind wir eigentlich? Wieso haben die übrigens auf einem nördlichen Kontinent ein Dorf, das unter der Erde liegt, wo es warm ist und Licht gibt und wo man mit einem Aufzug runterfährt? Ah, was? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Okay. Ja, vielleicht erkennen die Musik hier. Das ist die Melodie, die... oder oh. Oh, hallo. Das ist die Melodie, die Julia komponiert hat oder gesungen hat. Ein kleiner Minishumi ist hier
Hinter dem Tresen. Naja, nicht übernachten brauchen wir nicht. Okay. Wir können hier noch reingehen. Hier gibt es nichts Wichtiges, außer so eine... was ist das? Wieder so eine kleine Puppe, die wir beim bei dem Typen in FH schon gesehen haben. Okay, dann geht's... Das war eigentlich alles, was wir im Gasthaus sehen können. Übernachten brauchen wir, wie gesagt, nicht. Was kannst du erzählen eigentlich? Ja, das hörten wir schon, ja. Okay. Wir handeln mit Steinen. Wie wertvoll. Ah, deswegen befindet sich der Ort unter der Erde. Ah ja, natürlich auch etwas Spaß dabei gewesen. Ja, wie ich immer. Okay, muss ich eh hier? Ah, hier kann ich noch nicht rein. Egal. Egal. Okay, hier können wir auch nicht. Oh, gibt es einen Drawpunkt. Cool. Und da ist so eine. Hey, du bist ja gar keine Puppe. Das sind übrigens die komischen Puppen, die uns quasi befreit haben. Wieso kann ich nicht hin? Ah, lass mich vorbei. Egal. Das sind übrigens die komischen, die uns im Gefängnis befreit haben. Aus welchem Grund auch immer. Die immer nur Laguna Laguna sagen. Oh ja, hier gibt es was Wichtiges. Und zwar, hier können wir reingehen. Ah, hier liegt eine Team Miniacs. Momentan noch nicht nehmen. Aufpassen, noch nicht nehmen. Wir reden nur, weil das beeinflusst auch ein Ereignis auf CD3, glaube ich. Also anfangs CD3. Okay. Ich weiß übrigens nicht, ob das ein Fehler im Spiel ist, dass wenn man die Timbermaniacs, also die zwei oder eine Timbermaniacs, die man nicht aufsammeln darf, jetzt aufsammelt, dass dann das Ereignis später anders abläuft. Keine Ahnung, ob das ein Fehler ist oder nicht. Vielleicht ist das absichtlich. Hey, cool. Du bist... Na, du kannst das gut, ja? Hey, noch ein Auto. Und noch eine Zugabe. Eine kleine Mini-Autopyramide. Ich kann aber keine so coolen kleine Autos machen. Macht nichts. Ja, genau. Hier gibt es übrigens einen Frosch. Ah, ich will ja eigentlich gar nicht. Nein, mit dem können wir nicht reden. Ein Haus gibt es hier noch und da wird sich ein Großteil von der Story jetzt abspielen. Okay, es lädt schon lange und... Hey, was bist du ferner? Oh, er hat noch viel zu tun, wie auch immer. Hier im hinteren Teil gibt es nämlich... Hä? Ja, das ist Laguna, glaube ich, oder? Wieso ist... Was? Wieso gibt es in einem Dorf am nördlichsten Teil der Erde, der Welt 323 Meter Untergrund ein Haus, wo eine Statue von Laguna drin steht? Okay, der Älteste weiß offenbar etwas Genaueres darüber. Ja, natürlich habe ich Zeit für einen Plausch. Immer doch. Solange du mir mehr von Laguna erzählst? Ja. Okay. Offenbar schon, ja. Endzustand. Also die Schumis entwickeln sich zum Mubas. Ich offenbar nicht, also. Immerhin können sie Laguna sagen. Aber. Ja, natürlich. Vor allem die kraftvollen großen Hände.
Wie du meinst. Okay. Gut. Hast du noch was zu erzählen? Ja, das vergesse ich nicht. Hier hinten gibt es übrigens einen Draw-Punkt. Ich glaube, das ist. Na, Feuer. Ah, ziehen wir mal. Wir drawen das sowieso später nochmal. Also alle Elementzauber in ihrer Gar-Version werden später irgendwann nochmal drawn. Wie das genau geht, zeige ich euch nachher. Okay. Jetzt müssen wir zum Ältesten gehen und das Haus des Ältesten ist das, wo vorher der Mumba Wache gestanden ist, quasi. Das heißt, einfach mal rüberschauen. Ich glaube, der Mumba müsste jetzt zur Seite gehen. Ja, er ist nicht zur Seite gegangen, er setzt sich einfach nieder. Aber sie sagen leider nicht Laguna hier. Kann ich jetzt den Drawpunkt verwenden? Hey, cool. Oh, Eisgar. Das ziehen wir auch mit Scroll. Übrigens, wenn euer Zauberinventar voll ist. Es kann natürlich voll werden, wenn ihr einfach zu viel verschiedene Zauber habt. Dann könnt ihr Zauber einfach wegschmeißen. Also geht auch im Zaubermenü. Das werde ich dann irgendwann dann vielleicht auch machen. Ja, das ist cool. Das wollen wir eh hören, ja. Oh. Naja, das ist übrigens nicht das gleiche. Der Vorfall, wo es Using gepflegt haben, ist nicht das gleiche wie der Vorfall, wo wir ihn gespielt haben, wo er von der Klippe gesprungen ist. Das ist nämlich. Es ist nachher passiert, also. Oh, ich hoffe, ihr könnt das jetzt entziffern. Das heißt, zuerst ist er von der Klippe gesprungen, dann wurde er in Windhill aufgepäppelt. Dort hat er Elion kennengelernt. Dann wurde Elion entführt. Er ist Elion nachgelaufen oder hat sie gesucht. Und dabei ist ihm irgendwas passiert und dann ist er von dem Schumi, dem, vom Schumi-Stamm quasi gepflegt worden. Okay, ja, natürlich. Und das war vor 17 Jahren. Vielleicht, weil er cool ist? Okay. Vielleicht seine Dummheit? Ist ja immerhin etwas, oder? Ja, das glaube ich auch, Squall, ja. Okay, vielleicht kann uns der Älteste noch etwas erzählen. Das macht doch nichts. Das freut mich für dich. Hast du nichts zu erzählen? Ich meine, wenn du Sekretär bist, erlebst du doch einiges, oder? Na, von mir aus, wenn es unbedingt sein muss, warten wir noch etwas. Okay, also muss ich einen kleinen Mini-Quest absolvieren. Okay, klingt fair. Also müssen wir jetzt den Typen da hinten bei der Statue helfen, die Statue fertigzustellen. Auch wenn das jetzt etwas kryptisch war vom Ältesten. Und das funktioniert so, indem wir einfach hingehen und der Typ wird uns sagen, wir müssen einige Sachen holen. Wie das mal so ist mit Quests. Da muss man meistens Sachen holen. Die zwei sagen übrigens nichts Neues. Oder der eine. Den zweiten kann man, glaube ich, gar nicht ansprechen, weil er so weit hinten ist. Okay, also. Skulptor. Was eigentlich Bildhauer heißen sollte. Ah, ja, genau. Ja, ein seltenes Geschenk. Natürlich. Oh, ihm fehlen. Ich habe gedacht, die handelt mit Steine. Okay, wir suchen eure Steine. Okay, jetzt müssen wir fünf Steine schwinden. Den Schattenstein, den Windstein, den Lebensstein, den Wasserstein und den blauen Stein. Ja, das merkt man. Okay. Und als erstes? Okay, wir fangen mit dem blauen Stein an. Und wo sich der blaue Stein versteckt und wo sich die anderen Steine verstecken und was das alles bringen soll. Das sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 8. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.